Thomas Burgener, gestern sind jetzt gute die Tambour und Pfeifer im Wettspiel gegeneinander angetreten. Habt ihr da auch mitgemacht? Ja, nein, Wettspiele habe ich also vielleicht in den ersten 10 Jahren, als ich als Tambour aktiv war, mitgemacht. Und jetzt bin ich einfach objektiv gesehen zu wenig stark. Und dann nur zu starten, für den Letzten zu kommen, das bringt es auch nicht. Aber ich bin gestern mit dem Velo auf Kampen gefahren, vor allem mit dem Wernli auf Jetzen, nachher hier oben angekommen und bin hier Schutz zuschauen, wie unsere Pfeiferinnen am Pfeifer-Wettkampf gemacht haben, auch den Tambouren schon zugeschaut. Und das ist sehr eindrücklich, wie die Jungen, auf welchem Niveau vor allem, dass sie können drum lassen, dass sie, wenn wir vor 50 Jahren angefangen haben, nicht ein Drittel so viel wert waren. Auf was wird da geschaut? Was sind so die Kriterien? Ja, man Wettkampf schauen auf die Technik, dann auf den Rhythmus, auf die Dynamik, wie man bringt. Nachher, wenn die Tambour und Pfeifer in Gruppen zusammenspielen oder so, dass wie das Zusammenspiel klappt. Und das sind Experten, die aus dem Verband sind, aber zum Teil unsere Kantonale, die wirklich sehr viel verstehen von Musik und die das dann bewerten. Und das ist immer am Abend 5 eigentlich, wenn die Preisverteilung ist von diesen Wettspielen, das ist eigentlich für die Meister der Höhepunkt und das ist immer eine Bombenstimmung in dem Festzelt, weil überall, wo einer ausgerufen wird, geht der ganz Verein in die Luft und hat Freude und das ist immer sehr schön zu sehen und sehr rührend. Nach 50 Jahren sind in dieser Zeit das letzte Mal dabei als aktiver Tambour am Oberwalliser Tambour und Pfeiferfest. Wie ist es zu diesem Entscheid gekommen? Ja gut, ich habe vor ein paar Jahren schon eine Hufoperation gehabt. Jetzt möchte ich die zweite Schuft bewerkbar machen. Aber das alleine reicht eigentlich nicht als Grund. Ich denke, 50 Jahre, das ist eine schöne Zahl, die ich gemacht habe. Ich bin jetzt auch nach dem Fenner der zweitälteste im Verein und Hüfer könnte ich schon fast der Grossvater sein. Und ich denke, 50 Jahre, das ist eine gute Zeit und eine schöne Zeit. Ich werde das selbstverständlich auch künftig als Fahnengäte vom Verein von Fisp an diesen Festen mitmachen, aber als Zaungast und zuschauen. Es wird am Anfang sehr nicht ganz einfach sein, was am Strassenrand steht und zuschauen, wie der Verein da kommt. Aber auch das wird man sich kennengelernt.